Ich glaube, hier kriegen wir genug Gravel zusammen. Oh, und Eisen. Geil. Eisen nehme ich sofort noch mit. Ich will nur jetzt wenigstens noch die Schmiede fertig kriegen und muss dann mal gucken, ob ich alles dafür habe, was ich brauche. Ich muss ja auch noch die Toolstations und so aufbauen. Interessant ist eigentlich, dass hier ein... Achso, da habe ich irgendwann mal was gemacht. Silber. Silber haben wir, glaube ich, mehr als genug. So, nehmen wir euch mal hier raus. Oh, Gold ist auch gut. Findet man leider nicht zu häufig und wird später aber sehr wichtig. So, boah. Ich habe jetzt schon noch nicht mal die Hälfte von dem geschafft, was ich mir für die Aufnahmesession vorgenommen habe. Und es sind bereits 50 Minuten vergangen. Die Zeit vergeht echt viel zu schnell, wenn man aufnimmt. Und vor allem, wenn man was erreichen will, erreicht man sowieso nichts. So, du noch mit. Und du, klack. So, dann gucken wir mal, dass hier auch wirklich überall alles ausgeleuchtet ist, dass ich nicht von irgendeinem Vieh überrascht werde. Wenn ich hier das nächste Mal runterstürme, um irgendwas zu holen, wie viel Gravel haben wir gefunden? Mehr als ein Stack, perfekt. So, dann wieder hoch. Ein Glück, dass die Treppen drin sind, es geht so flott dadurch. Und da. So, dann. Gravel. Gravel. Ich besorge mir jetzt allerdings noch ein bisschen Sand von unten, weil es wäre sonst echt... von draußen, das wäre sonst echt hirnrissig. Jetzt hier wegen paar zu wenig Sand nicht alles zu verarbeiten. So. Komm her. Müssen wir jeweils einen vollen Stack haben. Das sollte also kein Problem darstellen. Boah, hier ist noch mehr Clay. Also damit werden wir auch keine Probleme kriegen. Dann schnell mal ins Haus das Zeug reingeschmissen und ins Bettchen. Oh, ich habe die Vermutung, dass unsere Tin Cans nicht ganz so weit gefüllt werden, wie ich das gerne hätte. So, Bettchen. Das wäre echt blöd. Okay, so. Das habe ich voll, das habe ich voll. Das kommt hier mit rein. Dann haben wir zwei Stacks Grout komplett. Du kommst da rein. Okay, und... Oh Gott. Kohle geht uns auch aus, finde ich. Ganz toll, da freue ich mich ja noch mehr drüber. Ich will jetzt noch ein bisschen was. Ja, aber nicht mehr wirklich viel. Gut, gut. Mehr oder minder gut, gut. So, dann erhöhen wir das also noch. So, dann gucke ich mal, was meine Zellen draußen machen. Und dann müssen wir uns eigentlich mal Lava organisieren. Ich weiß nicht, ob ich da unten irgendwo an einem größeren Lavateich vorbeigekommen bin. Hier. Oh. Zumindest ein paar Zellen wurden noch fertig. 15 sind doch erstmal ein guter Anfang. Das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Ich hoffe, es funktioniert. Kann ich... Zellen kann ich erfüllen, wie ich möchte. Okay, kann ich die dann wieder umfüllen? Oh, nice. Nein. 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 Oh! Wie cool ist das denn? Ich kann Obsidian ja noch so herstellen. Müssen wir uns angucken, ob das geht. Bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Oh, es gibt jetzt immer drei Berries? Cool. Okay. Punkt Nummer 1. Ender Lily Seeds. Wo haben wir euch? Ich sehe die wahrscheinlich einfach gerade nur nicht. Da, sage ich ja, ich sehe die einfach nur nicht. Ihr kommt jetzt einfach mal hier neben. 1, 2, 3. Oh. Was mich natürlich interessieren würde, ist, ob die Gießkanne die Effekte hat, aber ich glaube eher nicht. Ich
Ich hoffe, dass das Ding dafür sorgt, aber das werden wir dann auch sehen. Boah, ich hätte viel zu viel Obsidian insgesamt. Okay, aber erstmal runter und ein paar Zellen Lava organisieren. Ich habe 111 Burnout und maximal Burnout und 444 Mana. Das finde ich super. So. Und irgendwie keine Untergrundkarte. Boah, ich habe das Gefühl, hier so viel mitnehmen zu müssen. Und ich lasse es jetzt trotzdem erstmal sein. Eisen. Ah ja. Aber ich glaube, hier ist nicht allzu viel. Oh, okay. Das ging flott. Schneller als gedacht. Und ich mache das jetzt nur für euch, dass ich hier momentan nicht farme. Ich will jetzt nämlich einfach dann danach Quergänge anfangen hier zu dem. Und müsste nur noch mir oben Quergänge schlagen wegen Kupfer. Und dann werde ich so viel Zeug abfarmen, dass ich erstmal ein bisschen Vorrat habe. Das ist halt immer das Anfangsproblem. Die Vorräte am Anfang sind sehr, sehr knapp in aller Regel. So, okay. Gucken wir doch mal, ob das funktioniert mit Zellen. Yeah! Sehr cool. Das heißt, der Ofen würde jetzt eigentlich funktionieren, genau. Warum hast du eigentlich so wenig? Ich meine, ich habe doch jetzt hier vier Dinger drin. 1, 2, 3, 4. Ich sollte die vielleicht nicht verschwenden. Das wäre auch sehr sinnvoll. Aber ich kriege ja unten wieder neue Lava. So. Okay. Dann haben wir das schon mal. Wir können jetzt hier heute noch einen Sprinkler-Tank und alles bauen. Ah, das ist schön. Ein Stückchen vorankommen ist immer gut. So. Okay. Wir brauchen einen zweiten Ausguss. Nein, kein Controller. Das ist gut. Habe ich eine Casting Table nicht schon gehabt? Ich glaube schon, Casting Table hatte ich. Casting Bazaar hatte ich noch nicht. Genau. Dann brauche ich hier nochmal das Teil, was ich mir nie... Ach ja, doch, ich habe es mir gemerkt. Ich gucke jetzt nicht rein. Ich probiere es mal so. Ja, sehr gut. So, dann brauchen wir etliche Bricks. Können wir erstmal so machen. Gut. Ja, ist auch gar kein Texturenproblem oder so. So, dann packen wir den zweiten einfach mal hier neben. Mit dem Casting Basin. Genau. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Okay. So, und dann überlege ich gerade, ich glaube, ich werde einfach noch auf jeden Fall noch Tanks bauen. Obwohl am Anfang, wir können es jetzt einfach noch wesentlich höher ziehen, damit wir halt mehr reinschmeißen können gleichzeitig. Das ist vielleicht der sinnvollste Weg, ehe wir jetzt hier anfangen, groß mit Material um uns zu werfen. 5, mal gucken, wie hoch ich komme. So 3 hoch wäre schon echt cool. Dafür bräuchte ich jetzt noch quasi 12, 11, 10 Stück. Aber so 40 ist unwahrscheinlich. Ja, doch, das könnte hinhauen. So. Okay, wir gucken in der Zeit, wo das da noch weiter durchschmilzt, mal schnell in das Mighty Smelting Book. Und können uns dann hier mal die Rezepte angucken. Genau. So, und zwar brauchen wir hier Aluminium Brass als allererstes. Dafür brauchen wir Kupfer und Alu. Beides nicht so unser Steckenpferd, würde ich sagen. Ich werde jetzt Kupfer, habe ich hier noch ein bisschen was. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Und Aluminium habe ich gar keins. Alu. Bevor ich jetzt ewig suche. Aluminium. Gut, okay.
dann schmeißen wir das mal als allererstes rein. Und zwar in welchem Verhältnis? 3 Alu zu 1 Kupfer, okay. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hier rein. Zwölf Alu zu 4 Kupfer. So, ich hoffe, dass ich dann quasi genug rauskriege. So, des Weiteren brauchen wir dann noch die grundlegenden Dinger von Tinker. Und zwar eine Toolstation. Ah, die Blank Patterns, genau. Die sind recht easy. Was Sticks, ein bisschen Holz. Ein bisschen mehr Holz. So. Machen wir erstmal hier. Ein bisschen davon. 32 Stück, genau. So. Dann brauchen wir die und die für eine Toolstation. Oh, dann kriege ich ein neues Materials and You. Wie cool ist das denn bitte? Finde ich total genial. Kann man sich ja beinahe nicht besser wünschen. Okay, bauen wir auch alles draußen in der Nähe auf. Vielleicht hier hinter. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. So. Eine Toolstation. Ja, also hier haben wir jetzt nur die Basic Tools drin. Wir brauchen nachher noch eine erweiterte Toolstation, aber da kommen wir auch noch zu. 0% Crop. Ja, ich bin einfach nur fasziniert von den Dingern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und irgendwie, keine Ahnung, tut der gerade so, als wenn er Pause wäre oder so, von der Musik her. Ich höre nichts mehr auf dem Ohr. Ah, genau 10. So. Können wir jetzt hier mal reingucken? Ah, da ist die Suppe. Gut. Also, wie man jetzt sehen kann, haben wir jetzt automatisch hier ein bisschen mehr Platz. Und wir haben hier Molten Aluminium Brass. So, das brauchen wir gleich. Eigentlich könnte ich den Controller auch hier hinpacken. Und zwar machen wir erstmal hier. Ah, ich will es nicht verschwenden, eigentlich zwingend. Mal gucken. Was brauchen wir noch? Wir brauchen außerdem ein Part Builder. Das ist einfach nur ein Stück Holz, okay. Und das ist ein Stück. Oh, das ist easy. Okay, also. Ein Holz. Ein. Gab es nicht das hier auch noch? Ja. Und dieses Stencil Table, genau. So, einmal kurz ins Bettchen. Wenigstens geht's voran. Wenigstens hat man so ein bisschen das Gefühl, was zu tun. Auch wenn man hier irgendwie mit jedem Projekt gleichzeitig anfängt. Aber ich. Ja. Kann man nicht viel machen. So. Ich muss jetzt mal selber kurz reingucken. Das war genau die Stencil Table. Da können wir hier die Blank Patterns reintun und können hier die beliebigen Patterns bauen. Okay. In den Part Builder. Genau. Und auf den. Da greifen wir dann quasi auf die Truhe zu. Ja, perfekt. So, jetzt könnte ich hier quasi eine Tool Rod bauen, ein Pickaxe Head bauen und ein Binding bauen. Tool Binding, genau. Perfekt. So, die kann man jetzt hier reintun. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal Stein. Stone. Binding. Ich glaube, es geht direkt so, oder? Stone Binding. Stone Tool Rod. Und
ein Stonehead. Perfekt. Ich hoffe, ihr kommt alle noch ein bisschen mit. Also es ist nicht... Ich mache das jetzt nur auf die Schnelle, weil ich halt nicht Ewigkeiten mit Tinkers mich aufhalten möchte. Es gibt ja vier, die sich damit schon auseinandergesetzt haben. Wenn dazu nähere Erläuterungen notwendig sein sollten, sagt einfach Bescheid. Genau, so. Im Moment baue ich mir einfach nur quasi mit dem Zeug hier die Grundplatten für alles, was ich so brauche. So, und gleichzeitig mache ich mir mein komplettes Inventar voll. Kann ja erstmal hier kurz einen Sand hinbauen. Tschack. Und... So, sehr schön. Jetzt habe ich quasi, kann ich die auch in die Chest hier packen? Ja, sehr gut. Jetzt habe ich quasi einmal für die einfachen Werkzeuge und einmal für die etwas aufwendigeren Werkzeuge hier oben alles drin und habe jetzt hier noch... Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, das ist das Problem, dass es hier nicht, dass ich den Controller nicht in die Nähe gebaut habe. Kann es gleich wieder einschmelzen. Man kann halt diese Platten hier jederzeit wieder einschmelzen, die Casts. Was ich möchte... Wirfst du mal nicht mit Eiern hier durch die Gegend? Ich glaub's ja. Was ich jetzt aber möchte, ist grundsätzlich ein, genau, Ingot Cast. So. Das ist für den Anfang eigentlich ganz sinnvoll. Also wir können jetzt mal nochmal reingucken. Ich drehe nachher den Controller sicherlich nochmal um, aber jetzt so. Wir haben jetzt hier aktuell 12 Ingots drin. Also ich könnte jetzt im Grunde aus dem Alu-Breast-Zeug hier einfach mal einen Würfel formen. Aber dann bleiben ja immer noch drei einzelne übrig. Und dafür nimmt man halt dann diesen Ingot-Cast hier. Und macht sich quasi einfach seine Ingots. Und hier habe ich einen Block. Klack. Und... Dip, 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 dip. Klack. So. Damit haben wir es recht schnell fertig gebracht, jetzt hier so ein bisschen Aluminium-Breast-Zeug zu haben. Den Ingot packe ich hier unten rein. Der ist nämlich nicht unwichtig. Und wir können natürlich den Würfel hier direkt wieder in welches umwandeln. Aluminium Brass ist jetzt nicht gerade das beste Material, um irgendwas herzustellen. Aber vielleicht können wir ja was Besseres herstellen. Und zwar... Aluminium, Eisen, Alumite wäre echt super. Aluminium... Eisen und Obsidian. Ich habe kein Obsidian da. Ich könnte mir allerdings Obsidian herstellen. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist... Ich will wenigstens 8 Kohle erstmal übrig behalten. Ja, genau. Ich glaube, wir werden uns gleich einfach ein bisschen Obsidian herstellen. Und ich werde noch ein bisschen Lava holen. So. Dafür brauche ich natürlich noch mehr Zellen. Ich brauche insgesamt 16 Zellen und davon 8 gefüllt mit Lava. Perfekt. So, machen wir mal kurz hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt kann es sein, wenn wir Glück haben, dass ich mir hier... Ne, kann ich mir nicht wieder rausklauen. Schade. Wäre ja auch zu einfach gewesen, dann gehen wir halt runter. Ist ja kein Problem. So weit war der Lavasee ja zum Glück nicht weg. Der Weg nach unten ist echt lang. Hätte ich nicht gedacht. So, dann flitz mal. Vor allem hat es immer noch geleuchtet hier gerade. Dabei ist es echt schon ein gutes Stück her, dass ich hier vorbeigekommen bin. So, Lava. Einmal Lava bitte. Danke. So, und jetzt können wir uns daraus quasi so und so 4 Obsidian herstellen. Das ist schon mal sehr gut. Theoretisch könnte ich da jetzt auch einen Tank draus machen oder sonst was. Will ich aber nicht, weil das Obsidian war sehr teuer. Und ich möchte jetzt was haben, womit ich eventuell dann auch nachher Obsidian abbauen kann.
und nicht in irgendwas Günstigeres investieren, was mir nichts bringt, außer vielleicht ein bisschen schnelleres Pflanzenwachstum oder einen Tank für meine Experience. Obwohl der Tank für meine Experience echt schon wieder interessant ist eigentlich. So, ich hätte gern was zu futtern. Okay. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchten noch Eisen. Muss ich mal kurz überlegen. Fünf Aluminium, zwei Eisen, also ein Dings, ein Block davon, zwei Blöcke davon. Also 10 Aluminium-Ingots, was ein echtes Problem werden könnte. Das heißt, ich brauche mehr Alu. Verdammt. Das hier kann ich nicht mehr auseinandernehmen. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Aluminium. Können jetzt mal gucken, ob wir eventuell in der Schlucht, in der wir da waren vorne, ein bisschen was an Aluminium finden. Da sehe ich Eisen. Der Vorteil hier, den ich gerade sehe, ist, hier scheint sich ein Flüsschen nach unten gebaut zu haben. Das heißt, wir können hier einfach mal ganz dreist nach unten gehen. Und gucken, ob wir hier irgendwo Aluminium ausmachen. Das sieht nämlich stark danach aus, als wenn es welches wäre. Könnte aber auch Silber sein. Ich bin mir da gerade... Nein, perfekt. 1, 2, 3. Gut, dann haben wir schon mal ein bisschen Aluminium. Könnte jetzt hier auch einfach mal kurz sich ein Stück in den Berg buddeln. Aber das will ich eigentlich gar nicht riskieren. So. Oh. Das will ich haben. Oh, noch mehr. Sehr schön. Ja, wenigstens in der Hinsicht was ergiebig. Eisen lasse ich jetzt nochmal hier unten, weil meine Pickaxe auch nicht mehr so ewig mitmacht. Dann gehen wir erstmal wieder hoch und gucken zur zweiten Schlucht. Und ich hoffe, dass man noch ein bisschen schneller jetzt ein bisschen Aluminium zusammenkriegt. Wir bräuchten 5 Blöcke. Das wäre schon sehr schön. Also noch 2 quasi. Jetzt. 3 habe ich ja, 2. Oder einen, wenn es wirklich nur einer ist. Wow. Monsterleck! Okay, hier nicht. Hier auch nicht. Irgendwo hier fing doch diese nette zweite Schlucht an, wo man immer fast reingefallen ist. Oder bin ich da jetzt seitlich dran vorbeigegangen? Es war doch nicht die hier, oder? Doch, war's. So. Gucken wir mal. Das da drüben sieht sehr gut aus. Gott. Komme ich denn hier unten noch drunter? Ja, perfekt. Ich will mir ja nicht meinen eigenen Weg verbauen, das wäre schon ziemlich dämlich. So. Yes. Hallo. Und auch noch perfekte Anzahl. 1A. Ja, dann weiter geht's. Alumite braucht man übrigens Tatsache sehr dringend und sehr wichtig, weil es die einzige Möglichkeit ist, Ardite und Kobalt im Nether abzubauen, auch wenn wir jetzt darüber noch nicht nachdenken müssen. Ich will es nur mal nebenbei erwähnt haben. So, wir packen in die Schmelze. Ist ja gerade leer, eigentlich könnte ich mal das ausbauen. Kann ich den hier an die Ecke flanschen? So und so. Yes, sehr schön. So, dort packen wir jetzt rein 5 Aluminium, 2 Eisen und 2 Obsidian. So. Habe ich das jetzt noch richtig im Kopf gehabt? Ja, und wir gehen mal schnell schlafen. Danach kann ich ins Büchlein gucken. So. Aber ich denke schon, dass ich es gerade noch richtig im Kopf hatte, ehrlich gesagt. Blub, blub, blub.
5 Alu, 2 Eisen, 2 Obsidian. Perfekt.